Wir sind verabredet mit dem erfolgreichsten Österreicher des Winters. Ach so? Ja, bitteschön. Naja, also ich würde mal sagen, alles ist nur nicht Gold, was glänzt. Du hast den Gesamtweltcup nicht gewonnen mit Norwegen. Ist doch unglaublich. Ja, also... Ja, du musst dich fast schämen. Ja, muss ich mir. Nein, es war für uns ja eine fantastische Saison und ich bin wirklich sehr glücklich darüber, dass wir heuer eigentlich alles, was wir uns vorgenommen haben, geschafft haben. Also das größte Ziel waren ja die Olympischen Spiele, die Mannschaftsmedaille dort, die Norwegen bis jetzt noch nie geschafft hat. Das war unser großer Traum und dass die Jungs das dann geschafft haben, das war eigentlich ein toller Erfolg. Und die ganze Saison war eigentlich für uns eine schöne Reise mit vielen Einzelerfolgen und damit der Weltmeisterschaft im Skifliegen, zweimal Gold dort, Nationencup schaut es auch so aus, als ob wir den jetzt gewonnen haben. Du gehst ja schon ganz krumm mit dem Geldkoffer, ne? Ja, da habe ich nicht so viel davon. Da haben ja die Athleten was davon, wenn sie gehen. Das ist auch gut so. Du wirst auch gut bezahlt. Alex, Traditionen spielen natürlich im Sport immer eine Rolle. Jetzt sagt man langläufig, okay, die Norweger, wenn die genügend Anlauf haben und die Chancen sind groß genug, dann sind sie unschlagbar. Ist das so ein bisschen trainingsmethodische Tradition? Wie erlebst du das? Ja, ich kriege die Frage oft, dass also je größer die Chancen, desto besser mit den Norwegern, also im Skifliegen und so. Einen Weltrekord haben wir lang gehabt und sehr viele weite Sprünge. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die Ursache ist. Ich glaube, ein Grund ist sicher, dass die Athleten relativ früh auf größeren Chancen springen und dass sie relativ viel Wind ausgesetzt sind, wenn sie trainieren in Norwegen. Mhm. Also wir haben einige Chancen, die ziemlich Wind ausgesetzt sind und wo ziemlich Variationen sind in den Verhältnissen und die Athleten früh gewöhnt werden, mit diesen Luftkräften umzugehen. Ich glaube, das ist eigentlich ein Grund, warum viel Fahrt, große Chancen ist für Norweger besser. Ja, vielleicht ist das auch untereinander so ein Reizpunkt, so nach dem Motto, pass mal auf, ich gehe mal schon auf die größere Chance, du bleib mal noch schön hier. Ja, ich glaube, da steckt auch ein bisschen was dahinter. Ja. Also die Jagd nach Rekorden ist etwas, das liegt ein bisschen den Norwegern im Blut, also höher, weiter, schneller. Ich glaube, das ist auch mit der Grund. Ja. Alex, ich habe auch ein Interview mit dem Stefan Kraft geführt und ich habe ihm gesagt, du bist selbst dran schuld, du hast die Maßstäbe gesetzt hier und die kann man nicht immer genauso eins zu eins im nächsten Winter umsetzen. Hast du ein bisschen Bammel, dass dieser Erfolg nicht zu wiederholen ist? Ja, also wir haben natürlich für uns die beste Saison aller Zeiten gehabt und das zu toppen oder zu halten wird extrem schwierig werden. Ich glaube, dass es arbeiten andere Nationen genauso gut, genauso hart wie wir und versuchen, Schritte vorwärts zu machen. Und ich glaube, das Schwierigste ist immer nach so einer Saison die Motivation wieder zu finden und wieder gleich hart weiterzuarbeiten. Im Trainerteam, im Betreuerstab, die Athleten selber. Man hat also ein gewisses Sättigungsgefühl jetzt im Augenblick, wo man denkt, ja, war toll und wir wissen, wie Skispringen funktioniert. Aber das kann nächstes Jahr wieder ganz anders ausschauen. Und ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir es schaffen, über den Sommer hinweg wieder so hart zu arbeiten, wie wir es vorher gesagt gemacht haben. Wir haben uns vorher gesagt, ein großes Ziel gesetzt, was dazu geführt hat, dass alle 110% gearbeitet haben. Und ich glaube, wenn wir es schaffen, dass wir heuer wieder uns ein wichtiges Ziel setzen und auf das Ziel hinarbeiten, dann haben wir die Chance, dass wir zumindest annähernd den Erfolg der heurigen Saison erreichen. Aber das zu toppen wird sehr, sehr schwierig werden. Vielleicht ist das auch ein Glücksfall, deine Mentalität. Ich kenne dich ja auch ein wenig und ich habe dich noch nie so richtig grantig, richtig böse erlebt. Und dann hast du jetzt Athleten, da ist kein Quertreiber dabei, hat man den Eindruck. Also das stimmt irgendwo. Ja, also bei uns ist das Mannschaftsgefüge ist extrem gut. Jeder kann mit jedem, das sieht man auch bei der Zimmerverteilung. Da ist also nicht so, dass es diese klassische Einteilung gibt, also ich schlafe immer mit dem im Zimmer, sondern das variiert. Also da kriegen zwei einen Schlüssel und dann legen sie die zusammen, das ist überhaupt kein Problem. Es ist immer eine gute Stimmung. Ich glaube, was das ausmacht, ist, dass ein irrsinniger Respekt da ist für jeden seine Eigenheiten als Person. Und ich glaube auch, dass es ein großer Respekt vor der Leistung des anderen da ist in der Mannschaft, weil jeder weiß, dass wenn einer von uns gut ist, dann hat der die Voraussetzungen und weiß, was er macht und dann kann man den auch fragen und dann kriegt man Informationen und dann kann man selber einen Schritt weitermachen. Das heißt, unsere Jungs pushen sich gegenseitig mit ihren Leistungen und keiner ist dem anderen irgendwas neidig. Hast du sowas wie einen Kapitän in der Mannschaft, so einen Schriftführer, also derjenige, der für dich in erster Linie Anlaufpunkt ist? Ja, eigentlich weniger. Es ist ein bisschen nach dem Alter geht es dann. Der Sternen ist inzwischen der Älteste bei uns, der so ein bisschen der Wortführer ist. Aber ansonsten kann ich mit jedem gleich gut. Und die Athleten sind auch so offen und ehrlich, dass sie direkt auf mich zukommen. Also es braucht eigentlich kein Zwischenglied und das funktioniert ganz gut.
Okay, und du hast gesundheitlich den Winter auch gut überstanden. Manchmal denke ich, die armen Schweine da oben, das zieht und stiebt und die stehen da wie in Erz gegossen hier. Ist manchmal ist grenzwertig, ne? Ja, es ist manchmal relativ frisch. Also extrem war es zum Beispiel bei den Olympischen Spielen auf der 90-Meter-Schanze, da war es sehr, sehr kalt. Aber wir haben ja Gott sei Dank gute Bekleidungssponsoren, die uns da eindecken. Aber es war schon ziemlich frisch und der Wettkampf war ziemlich lang. Wobei ich sagen muss, für uns ist es ja nicht so schwierig, aber für die Athleten ist es oft einmal, glaube ich, noch schwieriger, wenn sie oben stehen mit diesen 8 mm oder 6 mm Stoff am Körper und dann blast von allen Richtungen und dann müssen sie warten, rein, raus und so. Ich glaube, das ist schon die größere Belastung. Also wir sind ganz gut angezogen, dick genug, warm genug, wir halten das schon aus. Okay, ich danke dir, Alex, und lass ein bisschen von dem Kuchen den anderen übrig, okay? Ja, das passiert natürlicherweise. Danke.